Hi, da ist der Peter aus der Lichtoase. Ich bin der Hüter dieses märchenhaften Platzes, den ich jetzt im Garten vorstellen will. Heute ist ein Open Garten Tag. Da ist der Eingang zum Open Garten Tag, falls einmal wieder einer ist. Da sind die Parkplätze, rechts und links neben der Straße, bitte. Dann gehen wir da einfach zurück. Und ich lasse mir jetzt richtig gescheit Zeit. Entdeckt mit mir gemeinsam den magischen Garten, der unsere Seele tanzen lässt. Durch die Katzenminze. Da, meine Grillterrasse, die da gerade entsteht. Mit Sonnenterrassen, Biotop. Es ist Zeit, heim zum Kummer. Sie an die Wirklichkeit zu erinnern. An das reine Leben. Mit Dusch. Handtücher mitnehmen. Sommerküche. Da sieht man schon, wie es los ist. Welcome. Willkommen in den göttlichen Gärten. Sie sollen dir erinnern an die. An der Essenz, an der Wirklichkeit. Wie du dich angespürst, wenn du den Himmel auf die Erde runtertanzt. Oh, da haben wir das Paradies hinten, schaut sich an. Eden. Mit Blick auf Lagerfeuerstelle. Jetzt müssen wir entweder die Musik wechseln oder anstören, weil jetzt redet es gleich eine halbe Stunde, liebe Frau. Das brauchen wir jetzt gar nicht. Was nehmen wir? Ja. Jo, genau.
vorbei am Lagerfeuerplatz. Genügend Raum zum Spazierengehen, zum sich einfach zurückziehen, zum einfach da sein, zum die Seele baumeln lassen, zum einfach genießen, das Reine zum Leben. Lagerfeuerplatz, Kinderspielplatz, Baumkraxeln, jede Menge Gymnastikübungen kann man auf den Baumstämmen machen, genügend Platz für Bewegungsübungen. Und jetzt gehen wir weiter. Ins Herz der Veranstaltung. Run silent, run deep. Bei der Deko unterstützt mir jemand diese wunderbare Dame. Schaut dort einmal vorbei. Es wird sich lohnen. Mein Lieblingsplatz, mein persönlicher, ist genau da. Auf Wunsch können wir natürlich auch Waffeln machen. Auf Wunsch, wenn der Platz gebucht wird. Backofen. So, jetzt schauen wir mal da noch auf, was es sonst so gibt. Es ist ja Landwirtschaft, das heißt, wir befinden uns da in einem ganz normalen Wirtschaftsgebäude. Getreidemühle, die Waffelmacher, die Lichtoase ist auch der Heimathof der Waffelmacher. So schaut die Perspektive von der Aromen aus, von der Getreidekammer. Da haben wir noch was, die Tenne mit Boxsack und einfach genial, so ein richtig alter Dachstuhl, so wie er früher mal war. Chillout Lounge und Aussicht. Wunderbar, oder? Also ich glaube, da kann man schon ganz gut genießen. Alles kann, nichts muss. Dein größtes Talent, du selber zu sein. Genau das. Mich da heute durch die fließen. Im Hof wollen wir noch nicht, gell? Dann schauen wir sie mal nochmal. Da waren wir schon, Sommerküche. Jetzt schauen wir mal in den Hof. Lichthose. Genau. Heilung pur. Oh. Es gibt natürlich Werbung für Waffeln, jede Menge, weil sie der Heimathof ist von Waffelmacher und da der ganze Waffelstuff ist fürs Markt fahren.
Jetzt gehen wir weiter, da im Innenhof gibt es wieder was für Kinder. Strick. Danke Opa, danke anderer Opa. Danke lieber Opa, danke Mama, danke Familie, danke Uropa. Da sind einen ganzen Gartenmöbel, da geht es zurück hinten rein ins Atelier. Schau mal kurz rein. Das ist momentan ein kleiner Fitnessraum. Ja. Ich kann auch nur sagen, gönn dir dein Luxus. Diesen magischen Platz. Dann schaut euch mal die Schenkelockenblumen an. Toilette ist dann da, genau. Braucht man auch nicht mehr fragen dann. Und so ist es dann, wenn man in der Früh aufsteht. Überlegt, ob man dort hinfliegen soll und dann drauf kommt, dass man heute da auf der Lichtoase ist und sich auf diese wunderschöne Ort an die Wirklichkeit erinnern kann. Die da für jeden immer und zu jeder Zeit völlig frei zur Verfügung steht. So, da haben wir einen vollen Schirmplatz. Schauen wir uns noch. Es ist ein Ros entsprungen. Und jetzt kommt alles um wieder. Ja. Ich bin der Hüter dieses Platzes, wie gesagt. Lass uns gemeinsam deinen, unseren Garten der Seelen entdecken, im gemeinsamen Tanz, in der Bewegung, im Miteinander sein, in dem, dass jeder sein größtes Talent, nämlich einfach genauso zum Sein, wie er sich jetzt in dem Moment, heute auf dem Tag, besser, schlechter, weniger oder mehr, einfach nur zum Sitzen, einfach nur zum Reden, einfach nur zum Dasein und gar nichts zum Wollen, zum Sagen, zum Brauchen. Sie nur getragen und im Mitgefühl geborgen fühlen. Ganz egal, was du heute da jetzt mit uns dein möchtest, was sie durch die heute dein möchtet. Alles darf, nichts muss. Alles kann, nichts soll. Der größte Talent, du selber zum Sein, bring's mit. Lass da sein. Ich freue mich auf die und auf alles, das wir heute da gemeinsam erleben. Ich bin der Hüter dieses Platzes. Du bist der Besucher und gemeinsam werden wir heute da tanzen. Für das Licht. Auf eine ganz einfache, ehrliche, wahrhaftige, echte, pure Art. Ohne irgendwas sein zu müssen. Ohne irgendwo hinzukommen müssen. Jetzt spüren die da hinten gerade, das werden wir sie gleich mal einziehen. Ich bin gerade beim Motorradfahrer. Die geben da gerade richtig Gas. Öl!